Hallo und herzlich willkommen zu einem Lego City Update. Es geht voran. Modul für Modul. Da hinten fehlt noch ein Teilstück, aber zuletzt habe ich euch gezeigt den Spielplatz, der ist fertig und nun ist auch das Nachbargrundstück bebaut, wenn man so möchte. Hier vorne unter anderem die Haltestelle Uconio Building, denn links hier ist ja mein Arbeitsplatz, ganz oben mein Büro mit Blick auf die Stadt und natürlich wollte ich, dass das Gebäude gut angeschlossen ist. Also zunächst hier die Haltestelle und ich habe ergänzt einen kleinen Kassenautomat. Das Ganze war ja früher mal eine Bushaltestelle, also das gab es schon. Ich habe es im letzten Jahr gebaut und jetzt aber wie gesagt umfunktioniert. Und das Ganze ähnelt dann ein wenig dieser Haltestelle. Das ist kein Mock, sondern das war das Town Square Set und der Automat hier, der ist dann ziemlich ähnlich gestaltet. Also ich habe mich daran orientiert. Ansonsten eben ein anderes, ja, Design. Und ich fand, das fügt sich ganz gut hier vorne soweit ein. Das Ganze etwas kompakter, denn natürlich ist die Haltestelle Rathaus noch ein Tick wichtiger. Aber dennoch hier vorne also die eigene Haltestelle. Des Weiteren gibt es hier auch einen Fahrradverleih, das Stadtrad darf nicht fehlen, da kann ich gleich quasi aufs Rad steigen und losradeln. Zudem habe ich hier ergänzt einen Nebeneingang im Uconio Building, das heißt man kann auch hier von der Seite das Gebäude betreten. Hier so ein bisschen eine gewisse Parkattitüde, wieder Bäumchen, Hecke und dergleichen. So hier oben, das eben alles auf einer Fläche und dann die Stufen. Dahinter kann dann Boule gespielt werden, schön unterm Baum, Frankreich lässt grüßen. Da werden also die Boule-Kugeln gerade geworfen. Und hier noch ein weiterer Baum daneben, der ein wenig Schatten spendet im Hochsommer. Und da hinten dann der Lego-Store, der natürlich unmittelbar neben meinem Arbeitsplatz gelegen ist. Dann muss ich nicht so weit laufen, wenn es mal wieder irgendeine Aktion gibt. Hier vorne habe ich noch so einen kleinen Zaun ergänzt und das auch so eine Geschichte, wo ich sage, ja, Gestaltungselement. Also dieses Sandgrün kommt hier einige Mal vor, unter anderem hier bei diesem Blumenbeet und auch hier bei diesem Zaunelement von Lego Elves. Also ich fand das an sich ganz schön, dass auch da die Farbe nochmal aufgegriffen wird. Ansonsten, wie gesagt, hier nichts groß Spektakuläres mehr, aber ein Abschluss der Flaniermeile, wie man es hier sehen kann. Und als nächstes kommt dann noch dieser Abschnitt hier. Und dann zeige ich euch dann, wie alles hier fertig ist. Und wenn ihr das sehen möchtet, sehr gerne, kommt vorbei in Borken. Dann die Zusammengebaut 2016 am 26. und 27. November. Tja, soweit also mein kleines City-Update für heute. Ich bin weiter fleißig und wie immer Kritik, Anregungen, Hinweise und Wünsche unten in die Kommentare. So, meine Bahn kommt gleich. Bis dann, frohes Bauen und tschüss.